Wir gehen im Augenblick davon aus, dass Patienten mit einer chronischen Hirnerkrankung, insbesondere auch Dialysepatienten oder auch nierentransplantierte Patienten, doch ein erhöhtes Risiko haben, schwer zu erkranken. Es gibt zum Beispiel Hinweise, dass Dialysepatienten sehr schwer krank werden können. Es gibt aber auch dann wieder Berichte, dass Dialysepatienten oder auch transplantierte Patienten die Erkrankung relativ glimpflich überstehen. Kurz gesagt, wir haben noch zu wenig Informationen. Wir wissen es noch nicht genau, aber wir gehen mal davon aus, dass diese Patienten, zumal sie auch sehr häufig älter sind, zumal sie auch andere Risikofaktoren haben, wie Herzerkrankung oder sehr häufig auch einen Diabetes, Risikopatienten für einen besonders schweren Verlauf sind. Also das Wichtigste ist natürlich, was auch generell für alle anderen Menschen empfohlen wird, sich die Sozialkontakte möglichst weitgehend einzuschränken. Bei unseren Patienten, gerade bei den Dialysepatienten, ist das natürlich nicht immer möglich. Im Gegensatz zu anderen Patienten müssen diese ja dreimal pro Woche ins Dialysezentrum kommen, um sich behandeln zu lassen. Das ist natürlich immer eine gewisse Risikosituation. Das geht los bei der Fahrt ins Dialysezentrum. Wir haben das so organisiert, dass die Patienten nur mehr einzeln im Taxi oder in der Rettung zu uns und nicht mehr gesammelt kommen. Und das geht dann weiter beim Verhalten auf der Dialysestation. Unsere Patienten müssen sich, bevor sie die Station betreten, einen Gesundheitscheck unterziehen. Eine Pflegekraft misst die Temperatur und fragt den Patienten nach potenziellen Symptomen der COVID-19-Erkrankung. Die Patienten müssen sich die Hände desinfizieren, um eine Schmierinfektion zu vermeiden. Die Patienten müssen schon beim Transport und dann auch während des Aufenthaltes auf der Dialysestation einen Mund-Nasenschutz tragen, wobei ganz, ganz wichtig ist, dass dieser Mund-Nasenschutz auch optimal sitzt. Nur so kann er seine Wirkung entfalten. Und dann ist es auch wichtig, dass die Patientinnen und Patienten im Wartebereich sich möglichst kurz aufhalten und auch entsprechend Abstand halten. Das wären die Maßnahmen, die wir sofort eingeführt haben, um ein Einschleppen dieser Erkrankung auf eine Dialysestation zu verhindern.